Hallo meine lieben Freunde, da ist er wieder, euer Uwe. Und heute beantworte ich mal eine sehr interessante Zuschauerfrage. Die Frage lautet, Uwe, wo kommt eigentlich euer Strom her? Wenn die Antwort interessiert, der sollte weiterschauen. Ja, meine Freunde, die Frage, die könnte man jetzt natürlich ganz leicht beantworten, indem man einfach das macht, was ich jetzt auch mache und filmt dann einfach eine Steckdose. Selbstverständlich kommt da der Strom her, aber wie kommt er da rein? Ja? Und das ist hier in unserem Land, in der Dominikanischen Republik, so ein bisschen ein kleines Abenteuer. Denn es ist natürlich nicht so ganz so einfach wie bei euch da in Europa, diesen Strom überhaupt da in diese Steckdosen zu bekommen. In ländlichen Gegenden, in der Großstadt Santo Domingo, ich sage einfach mal, in 90% des Landes ist jeden Tag Stromausfall. Das liegt jetzt nicht an der Stromkapazität, die zur Verfügung steht. Das ist also genug da. Also wir haben im Land ja alle möglichen Stromerzeuger. Wir haben Siemens mit großen Siemens-Generatoren, Wassergeneratoren, die also Strom erzeugen. Wir haben Windenergie unten in Oviedo, bei Pedernales, Barahona haben wir einen riesengroßen Windpark. Die erzeugen also riesige Mengen Strom, die auch dann an die Stromverteilerfirmen geliefert werden. Das ist also alles vorhanden. Das ganze Problem liegt aber darin, diesen Strom dann jetzt nun in die Haushalte zu bekommen. Und wer wirklich schon mal hier beim Land und speziell durch größere Städte gefahren ist oder gelaufen ist, der sieht natürlich dieses riesige Chaos an Stromkabeln, die also da überall hängen, verwirrt, verwurschtelt, dicke Knäule. Und ihr seht die Bilder im Hintergrund, es ist also Wahnsinn, was da im Grunde genommen an Kabel da existiert an den Straßen und an den Masten. Dass da der Strom nicht überall hinkommt, wo er hin soll, das liegt wohl auf der Hand. So, dann ist es natürlich auch leider so, dass wir natürlich auch sehr viel Armut haben im Land und die ärmeren Leute versuchen natürlich, den Strom irgendwo kostenfrei abzuzapfen und nicht zu bezahlen. Das liegt natürlich an der finanziellen Situation. Und wenn man kein Geld hat für Strom, okay, dann versucht man sich ihn halt in irgendeiner Form zu klauen. Passieren auch sehr viele Unfälle, dass also Leute da irgendwelche Stromleitungen anzapfen und dann eigentlich, ich sag's jetzt mal krass, tot vom Baum fallen. Aber passiert natürlich sehr oft, weil wir haben jetzt nicht nur 110 Volt, wir haben auch Starkstromleitungen. Und man versucht auch an den Starkstromleitungen zu zapfen. So, bedingt aber durch das Nichtzahlen ist es so, dass ganze Stadtviertel oder Dörfer einfach abgeschaltet werden von den Stromunternehmen. Die machen sich also jetzt nicht die Arbeit und schalten jeden einzelnen Haushalt ab, sondern da wird einfach wuppdiwupp das Stadtteil, der Stadtteil, das Dorf, im Bezirk, bupp, einfach abgeschaltet und dann ist einfach 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden kein Strom da. Also früher in Huandolio, bis heute ist es gang und gäbe, so tagsüber Strom weg. Dann kommt er mal abends für 2 Stunden, nachts wieder Strom weg. Also wir leben damit. Ich habe natürlich auch damit gelebt. Man hat dann Notstromgeneratoren, man hat Kerzen zu Hause. Das ist für mich eine normale Geschichte, wo ich mir da keine großen Gedanken früher zumindest gemacht habe. Hier natürlich in unserem Dörfchen bei Yahibe ist das Luxus. Ja, muss man ganz ehrlich sagen, also bei Yahibe hat eine eigene, komplett eigene Stromversorgung. Ich glaube, wir sind das einzige Dorf in der Dominikanischen Republik, was eine eigene Stromversorgung hat. Klar, unsere Stromversorgungsfirma beliefert natürlich noch die Hotels hier in der Ecke, beliefert also auch noch die Nachbardörfchen. Aber wir können sagen, bei Yahibe hat 24 Stunden, 7 Tage die Woche Strom. Und da ist es bei uns genauso wie bei euch, dass also wenn was wäre, dann bekommen wir eine Mitteilung, Strom wird abgeschaltet von bis und dann ist das auch so. Sollte der Strom mal ausfallen, denn es sind ja Dieselgeneratoren, die da laufen, die brauchen mal eine Wartung oder da passiert ja auch mal irgendwas, ist in 20 Minuten der Strom wieder da, also da sind Backup-Generatoren. Ja? Das ist also der helle Wahnsinn, was bei Yahibe da wirklich auf die Beine gestellt hat
Und ich bin da halt froh. Also würde ich jetzt hier leben müssen, irgendwo in der Mitte vom Land, und es würde jeden Tag der Strom ausfallen, ja, dann würdest du wahnsinnig werden. Da geht kein Kühlschrank. Das ist der Grund, warum die Dominikaner natürlich sehr wenig Vorratshaltung betreiben und so weiter. Das hat ja alles seine Gründe. Ja. Problem ist natürlich, dass da jeder Haushalt nichtsdestotrotz seine Stromrechnung bekommt, ob Strom da ist oder nicht. Und dann gibt es die großen Reklamationen. Dann sind natürlich die dominikanischen Bürger auf dem Weg in die Zahlstellen und reklamieren dann natürlich ihre Rechnungen, die auch hinten und vorne nicht stimmen. Also wenn dann 10 Nachbarn irgendwo abzapfen an einem Zähler, einer muss es ja bezahlen. Und so wird also regelmäßig konstant reklamiert. Also willst du eine Leitung anmelden, weil du ein Haus gebaut hast oder sowas, musst du dir sehr viel Zeit mitnehmen in diesem Lande. Denn da sitzen Hunderte von Menschen, die meistens dann auch nur reklamieren wollen. Also da geht es jetzt nicht unbedingt um das Zahlen. Hier bei uns in Bayahibe ganz easy going. Jeder hat seinen Zähler, jeder hat seinen Verbrauch, jeder bekommt seinen Verbrauchszettel. Das wird ganz offiziell bezahlt. Und ja, so ist es. So, was habe ich zum Beispiel an Verbrauch? Also ich jetzt hier mit meinem kleinen Ein-Mann-Haushalt verbrauche so, ich rede jetzt mal in dominikanischen Pesos, 800 Peso, 900 Peso. Wenn Besuch da ist, wenn Freunde da sind hier, ist es mal 1000 Peso, mal 1200 Peso. So umgerechnet sind das 10 Dollar, 15 Dollar, 20 Dollar, ja, für meinen Stromverbrauch. Klar, für dominikanische Verhältnisse wäre das hier in Bayahibe teuer. Ja, und da haben natürlich viele Familien dann auch mit zu knapsen, mit dem Zehntel vom Gehalt nur für den Strom. Ja, das sind natürlich auch so Dinge, wo man mal rüber nachdenken sollte. So, ja, und dann geht das Ganze hier über unsere Leitung. Wir hier im Dörfchen haben saubere, gut gelegte Leitungen, nicht so wie die, also die ihr vorhin gesehen habt, da die dicken Knäuel an den Straßen. Also bei uns ist hier das sauber verlegt, und natürlich die Mitarbeiter der Stromgesellschaft kümmern sich natürlich auch um die Strommasten, um die Transformatoren. Das ist ja eine Riesenprozedur, die da ja hinten dran hängt, bis der Strom dann im Haushalt ist. Ihr habt die Steckdosen gesehen. Die Steckdosen sind 110 Volt. Ja, und da leben wir mit, da arbeiten wir mit. Wir haben also auch alle Gerätschaften auf 110 Volt abgestimmt. Selbst der Kühlschrank rattert auf 110 Volt. Und das ist also unser Strom, der bei uns aus der Steckdose kommt. So, jetzt wisst ihr aber, wie der da reingekommen ist. Und ich hoffe, das war ein bisschen informativ und ich konnte die Frage zu Genüge beantworten. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen guten Tag und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.